Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen zurück zu Spec Ops The Line. Naja, herzlich willkommen alle Chicos und Chicas. Skyline hier. Und wir machen jetzt endlich weiter mit unserem Let's Play Spec Ops The Line. Ich habe erstmal eine längere Zeit Pause von diesem Spiel gebraucht. Nach der letzten Aktion, die Shepard dort gemacht hat. Start drücke ich mal, war es echt, ja, das war echt hardcore, Leute. Kampagne! Festplatte, Spiel fortsetzen. Wenn jetzt der Funker für die 33. das Wort führt, was ist dann mit Conrad geschehen? Das versuchen wir immer noch herauszufinden. Und eben gerade haben wir eine Fehlentscheidung unseres Lebens getroffen. Wir haben Zivilisten mit Phosphorsäure angegriffen und getötet. Das haben wir aber leider zu spät bemerkt. Und hier sind wir, Ort des Geschehens. Hinter uns ist es noch am Brennen. Man sieht die gelbliche Luft durch das Phosphor. Und da vor uns leuchtet der Boden wie bei Fable 3. Naja. Tja. Wir werden trotzdem unseres Weges weitergehen und versuchen, diese Schweine dafür büßen zu lassen. Ja, unser Witzbold, der findet das nicht so gut. Der andere, der sagt es okay. Da kommen sie. Feuer erwidern und vorrücken. Ich bin besser als wir. Ist mir egal. Wir nehmen das Geld. Scheiße. So. Was ist denn jetzt los? Erstmal muss ich hier Platz schaffen, bevor ich dich, aua, retten kann. Granate raus! So, ich muss jetzt helfen hier. So, komm. Make it real. Ich geh endlich in Deckung, Alter. Mach doch mal was fertig jetzt. Bleib doch nicht vor, ihr Idioten. Schrotflinte in Sicht. Okay, die haben jetzt diesmal. Wie wär's mit dem da? Was haben wir noch als Waffe? Sie weichen zurück! Dranbleiben! Sie gehen rein! Bleibt schön dran! Schon gedeckt! Komm rein! Okay, wo ist der nächste? Ja. Rücke vor! Sie können nicht mehr weg! Erledigt sie! Das ist echt gut, die Waffe. Aber leider müssen wir ein bisschen genauer mal zielen. Boom. Ist der Schrotflinte im Spiel? Blende den Feind! Sofort! Schaut weg! Doch mir jetzt nicht, er kann nicht da durchs Blatt schießen, Alter. Okay, ich nehme die Waffe mit, obwohl die M416 ganz gut ist. Vorsicht, Feind bewegt sich! Los, runter da! Feind am Boden! Scheiße! Da kommt noch mehr die Treppe runter! Granate!
Stopp halt! Janat hat Ruhe gebracht. Warum sagt er mir die ganze Zeit, wann ich Blendgranaten werfen soll? Ich möchte selbst entscheiden, wann ich Blendgranaten werfe. Alter! Scheiße! Verpiss dich doch mal! Okay, der ist down. Kommen noch welche? Jetzt sind sie am Boden, ja, Arschlöcher. Ja, Sir, was soll das denn heißen? Boom. Er ist weg. Geh weg jetzt. Hab ein. Nachladen. Weg damit. Gut. Seht euch hier um. Vielleicht finden wir einen Hinweis, was hier eigentlich los ist. Karten, Vorräte, Munition. Sieht wie ein normaler Vorposten aus. Nein, oben muss noch mehr sein. Check die Magazine. Wer weiß, was uns erwartet. Schlimmer als das draußen kann es kaum sein. Hey, Vorsicht, Lugo. Nein, er hat ja recht. Was draußen passiert ist, war nicht schön, Lugo. Aber wir wurden gezwungen. Und ich weiß auch von wem. Tja. Die erleben hier eine Scheiße nach der anderen, ey. Das soll der Psychiater erstmal hinkriegen wieder. So, haben wir hier irgendwo was an versteckten Infos oder sowas? Es gibt ja immer so ein bisschen, was man hier sammeln kann. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich hier schon was rausgeholt habe oder nicht. Das kann ich mit Gewissheit nicht sagen. Schön. Das können wir gebrauchen. Nehme ich doch lieber das hier mit. Okay, wir haben uns wieder neu ausgerüstet. Hier scheint es jetzt keine großartigen Versteckmöglichkeiten zu geben. Oh Leute, irgendwie wird mir gerade richtig übel hier. Entschuldige mich mal gerade, ich muss mal hab heute noch kaum was getrunken und kaum was gegessen. Vielleicht deswegen. Gut, machen wir weiter. Adams, unser bester Mann. Okay, hier ist nichts. Gehen wir weiter. Macht euch bereit. Okay. Was zum Geier? Oh, fuck it off, Alter. Scheiße. Phosphor, ich schwör's, diese Scheiße will ich nie wieder im Leben sehen. Seht mal. Marken. Von wem? Conrads Kommando. Ich kannte die Männer. Hört mal. Nicht besser als ich, das verspreche ich Ihnen. Er weiß, dass wir hier sind. Ich konnte sie nicht mitreißen. Da haben sie gemeutert. Dumm an einem Ort wie diesen. Ich werfe Ihnen nichts vor. Sie glaubten, das Richtige zu tun. Aber um die Ordnung aufrechtzuerhalten, war es nötig, ein Exempel zu statuieren. Colonel! Ich bin Captain Walker. Captain Walker. Ja, ich erinnere mich an Sie. Es war in Kabul, oder? Sie haben sich dort bewundernswert geschlagen. Colonel, bitte. Um was geht es hier? Ums Überleben, Captain. Schlicht und einfach. Alles hier ist am Wanken und droht zusammenzustürzen.
aber das wissen Sie ja schon. Den Rest müssen Sie selbst herausfinden. Willkommen in Dubai, Gentlemen. Also, kommen Sie raus, Captain. Was ist denn los, Walker? Wir lagen falsch. Nicht Radio Man beherrscht Dubai. Er ist nur ein Lakai. Wie, was? Es ist Conrad. Er hat das alles hier getan. Okay, und was jetzt? Wir spielen mit. Fürs Erste. Wir laufen von einer Scheiße in die nächste, Alter. Von einer Scheiße in die nächste. Oh, fuck it. Ich mag es nicht, wenn man mich warten lässt. Das ist dein Pech. Okay, hier ist nichts zu holen. Er weiß, dass wir da sind. Er sieht uns auch. Das heißt, es ist eine Falle. Und wir tappen direkt rein. Hast du den Kerl also gekannt? Das dachte ich. Eine sehr kühne Behauptung, zu sagen, Sie kannten mich. Als ich in Kabul unter ihm diente, war er ein Ehrenmann. Weil ich Sie gerettet habe? Ich habe viele Leben gerettet, Captain. Und noch mehr beendet. Fuck it off, Alter. Ich verstehe das alles nicht. Keine Sorge. Das kommt noch. Da sind Scharfschützen. Kein Grund zur Sorge, Captain. Die Scharfschützen sind nicht für euch. Was soll der Scheiß hier? Das ist Dubai, Captain. Das hier ist mein täglich Brot. Ich habe die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ohne sie wären wir alle schon längst tot. Das ist ein Test. Ja, so ist es. Der Zivilist da rechts hat Wasser gestohlen. Ein Kapitalverbrechen. Der Soldat links hatte den Auftrag, ihn festzunehmen. Das hat er getan. Und dabei die ganze Familie des Mannes umgebracht. 5 unschuldige Menschen sind tot. Nur weil diese 2 Bestien sich nicht beherrschen konnten. Verstehe. Wir sollen entscheiden. Was denn? Lasst uns verschwinden. Lugo hat recht. Lasst uns abhauen. So weit weg wie möglich. Es reicht. Offenbar nicht, denn wir sind noch hier. Sie sind schuldig. Aber was ist Gerechtigkeit? Und wie würden Sie richten? Das ist ein Befehl, Captain. Wer lebt? Wer stirbt? Richten Sie über diese Männer. Oder sie teilen ihr Schicksal. Das geht nicht, Walker. Ja, nicht viel weg hier. Und wohin? Die haben uns umstellt. Attacke! Und bleib liegen, verdammt! Blödes Arschloch. Verdammt, Beeilung! Bin da! Scheiße! Scheiße, Alter! Die haben mich aber schnell down. Ich weiß nicht, ich wüsste nicht, wen ich da jetzt verraten soll. Der eine hat nur versucht, was zu trinken zu holen, aber der andere hat es eigentlich doch ein bisschen übertrieben, wa? Ich hab versucht, jetzt den einfachsten Weg zu nehmen. Kann ich das nicht wegklicken? Gut. Das geht nicht, Walker. Ja, nichts wie weg hier. Und wohin? Die haben uns umstellt. Attacke! Scheiße! Kontakt! Okay, bin dabei! Das gibt's doch nicht, Alter. Nee, es funktioniert so nicht. Oder ich begebe mich erst in Deckung und baller dann. Das geht natürlich auch. Wir versuchen es mal so. Wir versuchen, die Beine zu retten.
Die Ladezeiten sind ein bisschen lange.